Okay, warten wir noch auf die anderen zwei. Und der eine müsste gleich auch kommen. Ne, sind alle. Ne, doch nicht alle. Wie ich gesagt habe, da war nur einer. Der ist zum Raumschiff gegangen. Da ist er. Klasse, das war eine tolle Arbeitsteilung. Wir haben den Weg für die Pikmin freigemacht. Die haben die Beeren besorgt. Wir haben 6 davon. Und wir sammeln noch mehr. Wir gehen ja noch lange nicht zum Boss. Voll, wenn wir alle Früchte sammeln. Und das geht ehrlich gesagt ziemlich schnell. Wenn wir alles teilen, den Weg frei machen, das geht super schnell. Einer nimmt so viel Pikmin mit, einer nimmt so viel Pikmin mit und der nächste nimmt natürlich auch noch ein paar mit. Okay, stecken wir heute mal alle ein bisschen früher in die Kapsel. So müssen wir uns um keine Pikmin-Gedanken machen. Bin mal gespannt, wie die Sequenz dann aussieht ohne Pikmin. Tja, das war die Welt, würde ich erstmal sagen. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Wir haben komplett alles ausgebeutet. Die Leute von Koppai werden sich freuen. Da, 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 meine Rede. Okay, noch 10. 9. Kommt so fast, dass wir den Tag so schnell rumgekriegt haben. Das lag größtenteils daran, dass sie so lange gebraucht haben zum Graben. Jetzt können wir eine riesige Party feiern. Utz, 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 utz. Eisöde der Verwirrung. Abgeschlossen. Tja, gibt nichts zu pfeifen heute, ne? Auch mal was Neues. Tja, da ärgert er sich. Ich würde mal so richtig an die Punkte da so greifen. So klopsch, klopsch, die müssen so richtig weich sein. So richtig gummiartig, glaube ich. Kann man das mischen? Das ergibt ganz sicher einen interessanten Geschmack. Goldener Globus, den hatten wir schon mal. Wo habe ich den goldenen Globus? Ich dachte, der wäre neu. Hier. Goldener Globus. Neben klaren Anteil von süß und sauer gibt es eine dezente, bittere Note. Alf scheint das nicht zu gefallen. Er isst diese Frucht nur gesüßt. Ihm scheint aufgrund seines Alters eine gewisse Grundbitterheit zu fehlen. Grundbitterkeit zu fehlen. Vielleicht kann ich ihm da helfen. Für den Transport benötigt er Pikmin 10 und es gibt 2 Flaschen daraus. Und wir haben alle davon. Mehr gibt's nicht. Das sind so schnell leergezogen. Ich würde sagen, unsere Vorräte dürften nur ein Weilchen reichen. Boah. Jawohl. Das heißt nicht, dass wir 650 Pikmin verloren haben, sondern wir haben insgesamt so viele Pikmin gesammelt, glaube ich. Herp derp. Bevor mir diese Mission übertragen wurde, bestand ich bereits viele Abenteuer. Doch im Grunde meines Herzens war ich immer allein. Selbst noch so viele Orden können an dieser Einsamkeit nichts ändern. Doch dieses Mal habe ich Gefährten, Schiffsingenieur Alf und die Biologin Brittany. Es ist gut, ein Team zu haben. Das gilt besonders für Brittany. Er steht auf die, er steht auf die, er steht auf die. Jetzt sollen wir schnell runtergehen, der wiegt, glaube ich, einiges. Tag 40. Mein Gott, 40 Tage schon rum. Das war's. Kaum zu glauben, oder? Eisöde der Verwirrung ist abgeschlossen. Moment, ich muss vielleicht nochmal da zurückgehen, aber das machen wir nicht jetzt. Da waren noch diese Daten da oben auf dem Hügel, die habe ich nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie man da jemanden hochklatscht. Der schwirrt da durch die Gegend. Womit machen wir weiter? Fluss der Veränderung, würde ich mal sagen.
Hier haben wir schon 17 von 17. Das heißt, boah, wir sind voll schnell eigentlich, was Früchte angeht. Ich habe wirklich gut gesammelt, muss ich sagen. Denn hier haben wir schon 17 von 17. Und hier sind wir auch jetzt komplett fertig geworden. Ich sag ja, das geht super schnell. So. Dann haben wir noch Wald des Anfangs. Da fehlen uns noch ein paar Früchte. Und natürlich Fluss der Veränderung. Ich würde sagen, wir machen das so. Wald des Anfangs, dann Fluss der Veränderung. Und dann werde ich mich nochmal bemühen, alle Geheimdaten zu finden, wenn wir alle Früchte haben. Sodass wir wirklich das Maximum, das Maximale aus dem ganzen Abenteuer rausziehen können. Denn ich finde, das ist sehr wichtig bei Pikmin 3. Wir müssen das Spiel so richtig aufsaugen. Und guck mal an, wir haben Pikmin da gelassen. Die ziehen wir erst raus und dann planen wir unseren wunderschönen Tag. Und ich weiß auch schon, wie wir anfangen. Hier, ganz dick und fett, lecker, lecker, lecker. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie wir da hochkriegen. Ich denke, wir müssen Flügel-Pikmin da hochschmeißen, um ehrlich zu sein. Obwohl, wir können Blaue da hochschmeißen, wenn es geht. Die fallen dann hier einfach ins Wasser. Das ist sogar direkt hier um die Ecke. Das können wir sofort und ganz schnell erledigen. Und dann haben wir noch hier im Wasser zwei. Vielleicht haben wir noch einen Boss. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das Teil hängt noch da ziemlich am Baum. Da können wir aber von unten nichts machen. Da müssten wir auf diese Erhöhung halt. Oder hier sogar drauf. Da ist ein Trampolin. Da könnten wir theoretisch die gelben Pikmin rausschmeißen und die würden da landen. Je nachdem, wie hoch wir die schmeißen können, können wir auch natürlich andere nehmen. Da ist auch noch irgendwas. Und da liegt natürlich auch noch eine Frucht. Das heißt, wir machen eine Arbeitsteilung. Ich würde vorschlagen, wir nehmen zwei Leute. Die können wir auch ganz schnell schnappen. Ist auch kein Problem. Hier liegt eine Kirsche. Alf, würde ich sagen, geht hier hin. Mit ein paar Blauen. Müssen wir gucken gleich, wie viele. Und ein paar Flügel-Pikmin. Und irgendjemand von den anderen geht halt hier hin. Und besorgt die hier und die hier. Das müsste gehen. Wir können auch noch eine kleine Gruppe hier machen, die hier besorgt wieder. Da können wir das noch wegsprengen, aber dann brauche ich die explodierenden für. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die liegen. Wechsel dazwischen in der Höhle. Wenn die uns begegnen, dann springen wir die Mauer weg. Okay. So machen wir das. Dann beginnen wir mal den wunderschönen Tag. Von denen. Vielleicht sogar 50. So. Ah, weniger. Dann 40. Weniger 20. Und noch ganz viele gelbe. Brauche ich rote? Nicht wirklich. Okay, ich denke, mehr Pikmin brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, man kann nie genug haben, aber trotzdem. Okay, dann formen wir mal die Gruppen. Okay, ich kann nicht alle mitnehmen. Das geht nicht. Okay, sollte eigentlich genügen. Okay. Perfekt. Der Rest kommt mit. Wir können eigentlich schon mal dahin laufen. Das ist eine gute Idee. Ah, oh, die Steinmeier. Der Steinmeier muss weg, genau. Ich glaube, wenn wir hier in das Loch rumbuddeln, dann kriegen wir die Bomben. Dann können wir schon mal das hier wegspringen, was super, 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 super cool ist. Nein, wir können nicht hinlaufen, denn da ist ein Viech. Können wir nicht den Angriffsbefehl geben? Gucken wir mal. Nee, denn das Viech wird gar nicht markiert. Bullshit. Aber wir können schon mal ungefähr dahin latschen. Bis hier geht ja. Dann lauft mal. Ah, hier bin ich mir gar nicht so sicher, was wir hier machen. Ich glaube, wir müssen komplett außen rum latschen. Oh. Ach nö. Es reicht aber, wenn wir hier lang gehen. Räumen wir erstmal das hier aus dem Weg, dass wir hier vorschreiten können. Scheiß Punktkäfer.
Komm, wir sollen Terror machen. So. So, dann geht man hier buddeln. Und wir gehen hier weiter. Dann dürfen wir die Steine ausgraben. Dann springen wir die Mauer weg. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Da ist ein Stock. Hab ich gar nicht gesehen. Immer noch nicht ganz kaputt. Dreck. Genau, krallt euch die Frucht. Und jetzt pumpsen die ins Wasser. Wow. Kriegen die locker gebacken. Okay, die Frucht hätten wir. Okay, können wir Alf den Laufbefehl geben. Okay, so. Jetzt die liebe Kirsche. Und die Daten. Die Schere besteht aus Kristall. Okay, das sollte auch genügen. Kann leider nicht hier außen rumlaufen. Okay, die gelben Pikmin, weil ich sie super hoch schmeißen kann. Aber selbst das geht nicht. Scheiße! Keine Ahnung, wie ich die dahin bekomme. Kannst du mir mal. Ich habe super, super, super wenig Blaue dabei. Wen kann ich da hochschmeißen? Anführer bestimmt nicht. Mitkommen, Terror machen. Oh, das ist ein Boss. Was heißt Boss? Ah, der ist schnell. Der ist verflucht schnell. Oh, eine Banane. Die ist neu. Ich glaube, wir hatten noch keine. Och, leck mich doch. Ich muss mir mehr Blauer holen. Kann ich mich überhaupt nicht verteidigen. Oder wir locken das Viech hin. Geht natürlich auch. Okay, Alf hat keine Aufgabe gerade. So, krumme Zahl. Okay. Alf, du läufst hier hin. Und wir können nochmal gucken. Wir könnten hier schon mal so einiges freiräumen. Wow. Okay, Verstärkung ist unterwegs. Ja, wo ist er denn? Oh, mal lange. Ich muss gucken, wie ich hier hochkomme. Kann ich mir noch keinen Reim drauf machen. Hier ist irgendwie so ein Höhleneingang oder so. Und hier hinten ist auch noch eine Frucht, da waren wir noch nicht. Kann man nicht so einfach hochstolzieren. Und darauf kann ich nicht werfen, weil die scheiß Mauer da zu hoch ist, beziehungsweise der Ast. Wahnsinn. Ich glaube, ich kriege aber die gelben Pikmin da runter. Also, beziehungsweise die Frucht kriege ich da runter. Oder? Ich kann noch nicht mal anvisieren. Professionelle Teilung.